Ja, lieber Herr Bischof, lieber Christian, liebe Unternehmer, Unternehmerinnen, unsere Zeit zeichnet sich ja aus durch Maßlosigkeit, Gier, Maßlosigkeit, es wird überall angeprangert. Als Benediktiner greife ich natürlich zurück zum heiligen Benedikt, der hat die weise Mäßigung die Mutter aller Tugenden genannt. Platon, der größte griechische Philosoph, hat er die Gerechtigkeit als die Grundtugend genannt, der Grundwert, sich selbst gerecht werden, den Menschen gerecht werden. Bei Benedikt ist es das richtige Maß. Und da möchte ich einige Gedanken dazu sagen. Zunächst zum Thema, mit dem richtigen Maß die Wege zum Ich finden. Das würde ich ein bisschen umformulieren, denn Ich ist etwas zwiespältig. Ich würde lieber sagen, den Weg zum wahren Selbstfinden. Das Ich, das Ego, das ist ja eher immer maßlos, das will imponieren, das will was darstellen, das will immer mehr haben, wenn das Selbst ist so die Mitte des Menschen. Ich beziehe mich da auf die jungsche Psychologie. Jung unterscheidet eben vom Ego und vom Selbst. Das Ziel der Menschwerdung ist vom Ego, das so Brustbereich ist, immer imponieren wollen, zum Selbst in die eigene Mitte zu finden. Der Benedikt kennt drei Worte für Maß und diese drei Worte möchte ich einfach mit Ihnen meditieren. Das erste Wort ist Mensura. Das ist das Messen, was der Bischof schon genannt hat, das richtige Maß an der Kirche, mit dem man misst. Das hat verschiedene Aspekte, der Akt des Messens, der Maßstab, mit dem ich messe. Und die Frage, was soll da gemessen werden? Ich denke, da geht es einmal um die Nachhaltigkeit, das richtige Maß im Umgang mit der Schöpfung, das richtige Maß im Umgang mit den eigenen Kräften. Wenn wir die Schöpfung maßlos ausbeuten, dann schaden wir nicht nur uns selber und der nachfolgenden Generation, sondern Maßlosigkeit im Konsum führt immer auch zur Gier. Und Psychologen sagen, wer gierig ist, der hat keine Beziehung zu sich selber. Zum Beispiel, wer maßlos ist, der spürt nichts, der hat keinen Geschmack. Wer sich selber im Leib spürt und wer schmecken kann, der hat das richtige Maß. Maßlosigkeit ist immer Zeichen von Menschen, die nicht in Beziehung sind zu ihrem Leib und zu sich selber. Deswegen ist das Maß, das richtige Maß finden, ein wichtiger Weg, wieder in Beziehung zu kommen zu mir selber. Ich möchte beginnen mit der Maßlosigkeit in der Arbeit. Heute ist ja ein großes Thema Burnout. Seit 25 Jahren begleite ich im Rekollektiehaus, einem Haus für Priester und Ordensleute, die so in Krise geraten sind oder die etwas tun wollen für sich. Und manche sagen dann, ich bin Burnout, weil ich zu viel gearbeitet habe. Dann sage ich immer, das klingt jetzt recht schön, wahrscheinlich willst du von mir bewundert werden, dass du so viel arbeitest, aber leider glaube ich dir das nicht, dass du von der Arbeit Burnout bist. Ich kenne 5 Gründe für Burnout. Und nur einer ist objektiv. Der eine ist das Klima in der Firma, die mangelnde Anerkennung, Mobbing, Sinnlosigkeit in der Arbeit, mangelnde Wertschätzung und so weiter. Das sind objektive Faktoren. Aber die anderen 4 haben mit dem eigenen Maß zu tun. Der erste Grund, warum Menschen Burnout sind, ist, dass sie aus trüben Quellen schöpfen, nicht aus der klaren Quelle von Freude an der Arbeit, von der Lust an der Arbeit, von der Schaffenskraft, etwas zu gestalten oder christlich würden wir sagen, aus der Quelle des Heiligen Geistes, sondern aus trüben Quellen, wie Perfektionismus oder mit dem Druck ständig sich beweisen zu müssen. Es gibt Menschen, die bei allem, was sie tun, sich beweisen müssen und immer Angst haben, wie sie beurteilt werden. Und wenn ich diesen Druck natürlich bei allem habe, dann werde ich irgendwann erschöpft. Also die Mensura ist die Frage, woraus schöpfe ich meine Kraft? Aus trüben Quellen oder aus der Quelle, aus der spirituellen Quelle von Gelassenheit, von Freude an der Arbeit, von Kreativität, ja von Lust am Tun. Der zweite Grund, warum Leute Burnout werden, ist,
dass sie nicht aus der eigenen Mitte heraus arbeiten, also nicht aus dem Selbst heraus, sondern immer nur von den Erwartungen der anderen. Und die Erwartungen der anderen, die zerreißen uns. Die Erwartungen der Firma sind anders als die Erwartungen der Familie, die Erwartungen des Chefs sind anders als die Erwartungen der Kunden. Da ist man ständig hin und her gerissen. Ich habe eine junge Frau begleitet, 35 Jahre alt, die hatte das Autohaus ihres Vaters übernommen. Und nach 2 Jahren hatte sie keine Lust mehr, hat das Gefühl gehabt, sie ist Burnout. Aber im Gespräch wurde ihr deutlich, nein, ich habe ganz viel investiert, ich habe Betriebswirtschaft studiert, um dieses Autohaus zu übernehmen, aber ich habe viel zu viel Energie verbraucht, um die Erwartungen meines Vaters zu erfüllen. Ich habe ja gesagt, du musst dem Autohaus deinen persönlichen Stempel aufdrücken, du musst Lust haben, es selber zu gestalten. Wenn du nur auf die Erwartungen des Vaters fixiert bist, dann raubt er das alle Energie. Der dritte Grund ist, dass viele Menschen zu viel Energie für die Fassade brauchen. Ein Beispiel, eine Frau erzählte mir, ich kann nicht in die Stille gehen, da geht ein Vulkan in mir hoch. Wenn ich mit diesem Bild lebe, dann brauche ich ja ganz viel Energie, um den Vulkan ständig unter Verschluss zu halten. Und ich muss doch in der Angst leben, dass der Vulkan doch hochgeht. Es ist wichtig, eben die Arbeit, die Energie für die Arbeit zu benutzen, etwas zu gestalten und nicht ständig fixiert sein, was denken die anderen von mir, bin ich nach außen cool oder bin ich richtig, komme ich gut an. Und der vierte Grund, der persönliche Grund ist, dass wir die Müdigkeit überspringen. Es gibt ja eine gute Müdigkeit, wenn ich viel gearbeitet habe und müde in mein Zimmer komme, dann lege ich mich 10 Minuten aufs Bett und genieße das. Ich habe gearbeitet für die Menschen, für Gott und jetzt bin ich müde und die Müdigkeit ist die Einladung, mal gar nichts zu tun, einfach nur sich zu spüren. Der Kärntner Schriftsteller Peter Handke hat ja ein schönes Buch über die Müdigkeit geschrieben, wo Müdigkeit einen öffnen kann für das Wesentliche, für Einssein mit mir selber, mit der Natur, mit allem. Wenn ich diese Müdigkeit genieße, dann werde ich nie so leicht Burnout. Aber viele überspringen die Müdigkeit. Und dann müssen sich immer fit halten und irgendwann sind sie ausgepowert. Die Müdigkeit hat eben einen zweifachen Sinn. Einmal mir das zu holen, was ich brauche, Erholung, was zu genießen. Und der zweite Sinn ist, Müdigkeit ist oft ein Zeichen, dass was schief läuft. Ich habe erzählt, ich begleite im Rekollektionshaus jede Woche 6 Personen und manchmal werde ich im Gespräch müde. Früher habe ich immer gedacht, das ist mein Problem, ich habe zu wenig geschlafen, muss besser auf mich aufpassen. Aber wir haben dann im Team darüber gesprochen und eine Therapeutin meinte, das ist nicht dein Problem, sondern die Müdigkeit ist oft ein Zeichen, dass der andere am Thema vorbeiredet. Der redet nicht das, was ihn wirklich bewegt, sondern irgendwas. Also wenn Sie bei Sitzungen in der Firma müde werden, ist immer ein Zeichen, dass Sie über die verkehrten Themen reden. Gut, das ist das Erste. Das richtige Maß bei der Arbeit zu finden, für seine eigenen Kräfte zu finden. Das Zweite ist aber auch das richtige Maß für das eigene Selbstbild zu finden. Daniel Hell, ein Schweizer Psychiater, sagt, die Depressionen, die heute überhand nehmen, sind oft ein Hilfeschrei der Seele gegen maßlose Ansprüche, die wir an uns selber haben. Dass wir immer perfekt sein müssen, immer gut drauf sein müssen, immer cool sein müssen, immer erfolgreich sein müssen, immer alles im Griff haben müssen. Das ist das Gegenteil von unserem richtigen Maß. Und die Seele rebelliert, wenn wir das Maß verloren haben. In Amerika gibt es ja die Macht des positiven Denkens. Das hat sicher ganz gute Seiten. Aber wenn ich meine, ich könnte alles mit positivem Denken lösen, dann ist es gegen die Natur. Deswegen ist Amerika das Land mit den meisten Depressionen, weil die Seele rebelliert. Ich kann nicht alles nur positiv sehen. Ich muss es realistisch sehen und mit Glauben sehen, aber nicht einfach irgendwie was vormachen.
Wer sich was vormacht mit seinem eigenen Selbstbild, da rebelliert die Seele dagegen. Und wir brauchen das richtige Maß. Und das richtige Maß für unser Bild, das wir haben, ist einmal frei werden von den Bildern, die anderen übergestülpt haben, die Erwartungen, die Bilder, und frei werden von den falschen Selbstbildern. Es gibt Bilder der Selbstentwertung, das ist auch maßlos, ich bin nicht richtig, mit mir kann es keiner aushalten, oder eben Bilder der Selbstüberschätzung. Und wenn diese Bilder sich lösen, dann bin ich einfach authentisch, ursprünglich. Dann komme ich in Berührung mit dem einmaligen Bild, das Gott sich von mir gemacht hat. Das ist das richtige Maß für den Menschen. Dass jeder Mensch ein einmaliges Bild ist, die Frage, wie erkenne ich dieses Bild, das erkenne ich nicht, indem ich irgendwo abstrakt nachdenke, sondern indem ich in mich hineinhorche, wenn ich im Einklang bin mit mir selber, dann darf ich auch vertrauen, dass ich in Berührung bin mit diesem ursprünglichen Bild Gottes. Und das entspricht meinem Maß. Durch dieses Maß hat noch andere Aspekte. Das maßlose Wachsen ist ja auch so ein Thema mancher Firmen, die etwa in der Internetblase 1999, als die maßlos gewachsen sind, das war wie eine Luftblase, die dann schnell wieder zerplatzt ist. Firmen, die maßlos wachsen, das ist wie ein Krebsgeschwür. In der Natur ist auch Wachstum, aber es ist ein qualitatives Wachstum. Es wächst etwas, es stirbt etwas ab. Wenn man meint, immer nur noch mehr zu produzieren, dann wird es ungesund. Und viele Firmen, die kein Maß haben, die immer noch mehr wollen, die werden irgendwann auch zugrunde gehen. Ist auch da das richtige Maß der Augen, das richtige Augenschein. Und das Maß heißt, auch sich beschränken können. Bewusst nicht alles tun, was ich will, sondern das richtige Maß haben. Ich habe ja 36 Jahre lang bin ich als Zellerar mit dem Geld umgegangen. Und auch beim Umgang mit Geld sind auch wichtig, wer gierig ist und wer ängstlich ist, der soll die Finger davon lassen. Der kann kein Geld richtig anlegen. Es braucht auch da das richtige Maß, sich beschränken können. Aber Maß heißt nicht Mittelmäßigkeit. Das erlebe ich auch bei manchen jungen Mitbrüdern. In der Betriebswirtschaft spricht man ja von Input und Output. Ich kenne manche Mitbrüder, die vor lauter Input sich verschlucken. Da kommt aber nichts dabei raus. Also die brauchen eine Fortbildung nach der anderen, aber es kommt nichts dabei heraus, es wächst nichts. Und das Maß entdecke ich erst, wenn ich mal über mein Maß hinausgegangen bin. Es muss fließen. Und zum Maß gehört auch Hingabe, dass das Leben fließt. Aber fließen kann es nicht unbegrenzt, sondern es braucht eine innere Quelle. Ich muss immer wieder in Berührung kommen mit der inneren Quelle, aus der ich schöpfen kann. Dieses Flow-Gefühl ist ja für die Betriebswirtschaft etwas ganz Entscheidendes. Henny Nauen, der vor 25 Jahren bei uns das Rekollektiehaus eingeweiht hat, hat eine schöne Homilie damals gehalten über die vier Worte. Bei der Eucharistie, Jesus nahm das Brot, segnete es, brach es und gab es seinen Jüngern. Und das ist für mich auch ein richtiges Bild. Wir müssen nehmen und geben. Wer nur nimmt, der verschluckt sich daran, wer nur gibt, der verausgabt sich. Wir brauchen immer beides, nehmen und geben, das muss auch im richtigen Maß sein. Ein Therapeut bei uns sagt immer, wer viel gibt, der braucht auch viel. Es gibt manche, die viel geben, weil sie viel Zuwendung, Bestätigung, Anerkennung, Erfolg brauchen. Wenn ich gebe, weil ich brauche, bin ich immer verausgabt. Also auch das muss im richtigen Maß, im richtigen Verhältnis sein. Nehmen und geben. Das zweite Wort, das der Heilige Benedikt für das Maß kennt, ist temperare oder temperantia. Temperantia, die Ausgeglichenheit, die Seelenruhe. Und temperare, mäßigen, kommt von Tempus, von der Zeit. Und das ist auch ein wichtiges
Bild, das richtige Zeitmaß zu haben. Nicht nur die Menge der Arbeit, nicht nur die zu hohen Erwartungen, sondern das richtige Zeitmaß zu haben. Die Griechen kennen ja zwei Worte für Zeit. Chronos, das ist die Zeit, die mich auffrisst. Chronos war der Urgott, der seine Kinder aufgefressen hat, bis dann Rhea, seine Frau, schlau war und als Zeus geboren wurde, ihn nicht dem Vater zum Verschlingen gegeben hat, sondern statt seiner einen Stein gegeben hat, und dann konnten sie ihn überwältigen. Chronos ist die Zeit, die uns auffrisst. Der Chronometer, der Zeittakt, das frisst uns auf. Jesus spricht immer von Kairos. Kairos ist die angenehme Zeit, die Zeit, die mir gehört. Und ob die Zeit Chronos oder Kairos ist, das liegt an uns. Wenn ich ganz im Augenblick bin, in dem, was ich gerade tue, dann bin ich nicht unter Druck. Dann frisst die Zeit mich nicht auf, sondern es ist jetzt die Zeit, die ich habe, die ich mir nehme und die mir gut tut. Und da braucht zwei Bedingungen, dass wir eine angenehme Zeit haben. Und eine Bedingung ist der gute Rhythmus. Das ist für mich auch etwas Entscheidendes, und ich denke, das benediktinische Leben zeichnet sich aus durch Rhythmus. Sergio Jung, der Schweizer Therapeut, sagt, wer im Rhythmus arbeitet, kann effektiver arbeiten und nachhaltiger arbeiten. Wenn ich an meine Schulzeit denke, war das Wichtigste nicht, was ich gelernt habe, sondern dass ich gelernt habe, wie man lernt. Ich habe nie länger als eine halbe Stunde an einem Fach gelernt. Halbe Stunde Lateinvokabel, dann Griechvokabel, dann Deutschaufsatz und so weiter. Die Abwechslung, die macht's, die hält wach. Ich kenne heute viele Studenten, die haben nicht gelernt zu lernen. Die powern und werden müde und K.O. und es kommt nicht viel dabei heraus. Manche meinen, warum ich so viele Bücher geschrieben habe. Ich habe nur 6 Stunden in der Woche. 3 mal 2 Stunden, das reicht. Im Rhythmus arbeiten hält wacher. Ich kann nicht 10 Stunden an einem Stück schreiben. Da bleibe ich nicht wach. Ich denke, die Wachheit braucht den Rhythmus. Mir ein Bankdirektor erzählt von der großen Bank, wenn der Sitzungen hält, sein Chef, dann dauern die oft 10 Stunden ohne richtige Pause. In einer Sitzung mit 10 Stunden ohne richtige Pause entstehen nur Aggressionen. Man hat gemeint, man hätte jetzt gepowert und am Schluss hat man lauter Aggressionen und braucht nochmal so viel Zeit, die wieder aus der Welt zu schaffen. Ich denke, es ist wichtig, selbst die Gehirnforscher sagen, dass das Gehirn eine Pause braucht, nach 90 Minuten, 2 Stunden, um sich zu regenerieren. Es kann gar nichts mehr aufnehmen. Es braucht Pause, um neue Synapsen zu bilden. Das ist eine, der richtige Rhythmus, den wir haben. Ich denke, wir haben ja auch einen Biorhythmus und die Kunst, wie gestalte ich meine Arbeit? Gestalte ich es so, dass es meinem Rhythmus entspricht, meinen starken Zeiten, meinen schwachen Zeiten. Und das andere, das genauso wichtig ist, damit die Zeit eine angenehme Zeit ist, sind die Rituale. Und Rituale möchte ich nur 3 Bilder sagen. Erstens, Rituale schaffen eine heilige Zeit. Heilig ist für die Griechen das, was der Welt entzogen ist, worüber die Welt keine Macht hat. Und die Griechen sind überzeugt, allein das Heilige vermag zu heilen. Die heilige Zeit ist die Zeit, die mir gehört, wo niemand darüber verfügen kann. Und ich denke, wenn ich manche Führungsseminare halte, merke ich, dass manche diese heilige Zeit kaum mehr haben, weil sie ständig verfügbar sein müssen. Gerade das Handy und Smartphone ist natürlich, kann ein Segen sein, aber auch ein Fluch sein, wenn man international arbeitet. Man hat überhaupt keine heilige Zeit mehr, die mir gehört, sondern wenn man ständig angerufen werden kann, immer verfügbar sein muss, das ist auch eine Maßlosigkeit, die dem Rhythmus des Menschen nicht entspricht. Heilige Zeit ist eben die Zeit, wo ich selber lebe, anstatt gelebt zu werden. Und das tut jedem gut. Wenn ich jeden Morgen, jeden Abend ein paar Minuten heilige Zeit habe, wie immer das ist, ob ich meditiere, ob ich bete oder eine Gebärde mache oder spazier gehe, aber es ist meine Zeit,
dann wird die andere Zeit mich auch nicht auffressen, sondern ich spüre, ja, aus dieser heiligen Zeit kann ich auch in die andere Zeit gehen und sie gestalten. Das zweite Bild von Ritualen, Rituale geben Anteil an den Wurzeln. Daniel Hell, dieser Schweizer Psychologe, sagt, ein Grund der Depressionen ist auch die Wurzellosigkeit, dass die Menschen keine Wurzeln mehr haben. Eine adlige Frau erzählte mir, wenn ihre Söhne, die alle in der Industrie tätig sind, sehr moderne Menschen sind, wenn die an Weihnachten heimkommen, wollen sie die alten Rituale feiern. Man kann sagen, das ist altmodisch, nostalgisch, aber das sind sehr moderne Menschen. Aber die haben das Bedürfnis, mitten in der turbulenten Zeit Anteil zu haben an der Glaubenskraft und Lebenskraft ihrer Vorfahren. Und die Rituale waren etwas, woran sich die Vorfahren festgehalten haben, in Zeiten des Krieges, der Armut. Und wenn wir sie feiern, haben wir Teil an ihrer Lebenskraft und Glaubenskraft. Das gilt für die Familienrituale, für die persönlichen Rituale, gilt auch für die kirchlichen Rituale. Manche meinen auch, das ist altmodisch, aber wir haben Teil an ihrer Lebenskraft und Glaubenskraft. Das dritte Bild, Rituale schließen eine Türe und öffnen eine Türe. Und das ist genauso wichtig, vor allem am Ende des Tages. Viele kommen von der Arbeit heim, aber sie haben die Türe der Arbeit nicht geschlossen. Sie denken noch nach, was sein könnte, ob sie anders hätten entscheiden sollen, ob sie das anders hätten machen können oder alte Verletzungen oder was schiefgelaufen ist. Ihre Kinder merken todsicher, ob die Tür der Arbeit geschlossen ist oder nicht. Wenn sie geschlossen ist, kommen sie und sind in kurzer Zeit zufrieden. Wenn sie aber nicht geschlossen ist, dann werden sie quengelig und brauchen erst recht ihre Zeit. Die Frage, wie geht das, die Türe zu schließen? Auch da hat jeder seine eigenen Rituale. Der eine bleibt ein paar Minuten im Büro sitzen und lässt alles los. Der andere nimmt den Heimweg bewusst als Abschied nehmen von der Arbeit und sich vorbereiten auf zu Hause. Der andere, wenn er die Türe aufmacht, lässt er einfach alles andere draußen und ist ganz präsent für die Familie da. Rituale schließen eine Türe und öffnen eine Türe. Heute spricht man von Multitasking, aber es ist auch eine Erfahrung, dass das nicht zum effektiven Arbeiten gehört, wenn ich nicht im Augenblick da bin. Nur dann kann ich kreativ sein. Also da sein, dort sein, wo ich gerade bin. Ich habe mal in der Hochschule darüber einen Vortrag gehalten und nachher mit dem Rektor und seiner Frau noch diskutiert. Und dann sagte die Frau zu ihrem Mann, hast du genau hingehört, was der Pater Anselm gesagt hat? Ich habe dir schon oft gesagt, wenn du im Wohnzimmer sitzt, möchte ich mit dir reden und nicht mit der ganzen Hochschule. Gut, das ist das zweite Wort, Temperantia. Ein gutes Maß haben, gute Rituale haben. Das gilt übrigens nicht nur für die Rituale, persönliche Rituale, sondern auch für die Firmenrituale. Ich habe erlebt, dass viele große Firmen Rituale abschaffen, weil die kosten ja alle Zeit. Wenn ein Geburtstag feiert, das kostet 20 Minuten Zeit. Das ist Zeitvergeudung, es muss alles getaktet sein. Aber die Erfahrung ist, dass dann die Leistung nachlässt. Ich habe für eine österreichische Bank ein Führungsseminar gehalten. Die haben einige Seminare schon gehabt und auch über Rituale gesprochen. Und dann sagte einer, ja, unsere Weihnachtsfeier, die war strümpfig, da sind immer mehr weggeblieben, weil sie keinen Stil mehr hatte. Und wir haben dann überlegt, im Betriebsrat, in der Unternehmensführung, wie wir das gestalten können. Und auf einmal kamen ganz viele Ideen, Gedichte, Lieder und so weiter. Ein Chor hat sich gebildet. Und es war nicht nur eine schöne Feier, sondern Rituale sind der Ort, Gefühle zu äußern, die sonst nie geäußert werden. Und Rituale schaffen eine Familienidentität und auch eine Firmenidentität. Wir sind noch jemand. Wir haben noch eine Form, umzugehen. Ich hatte vor ein paar Jahren eine ganz junge Firma mit lauter jungen Führungskräften. Und da haben wir auch über Rituale gesprochen. Und ich sage, ja,
Rituale von Abschied, von Anbeginn, wenn jemand neu einsteigt, aber auch von Verabschiedung, das ist ganz wichtig. Und auch, dann habe ich so nur genannt, eine wichtige Kultur ist auch, welche Trauerrituale hat eine Firma. Und auf einmal gab es eine ganz hitzige Diskussion, weil die jungen Leute gespürt haben, sie haben überhaupt keine Worte, überhaupt keine Formen, mit Trauer umzugehen. Aber es gibt ja immer wieder Mitarbeiter, die einen Trauerfall haben. Also auch das, heute kenne ich viele Firmen, die zu ihrer Kultur auch eine gesunde Trauerkultur zählen. Wie eine Firma mit Trauer umgeht, ist genauso ein Zeichen ihrer Werthaftigkeit, ihrer Achtung der Menschen. Ich habe letztes Wochenende wieder einen Trauerkurs gehalten und erlebt, dass viele sich wirklich ausgeschlossen fühlen. Die dürfen überhaupt nicht über ihre Trauer reden. Das ist verpönt in der Gesellschaft. Man will nichts davon wissen. Das ist auch eine Unkultur und das macht auch die Menschen krank. Also Rituale schaffen eine innere Beziehung. Wenn ich in Norddeutschland darüber rede, sage ich immer, in Bayern gibt es am meisten religiöse Feiertage, deswegen ist die Arbeitsleistung am besten. In Österreich, glaube ich, gibt es noch mehr. Wahrscheinlich ist es noch besser. Gut. Das dritte Wort für Maß heißt Discretio. Discretio, oder im Griechischen Diakrisis, die Gabe der Unterscheidung, der Scheidung der Geister. Das möchte ich an verschiedenen Themen festmachen. Discretio ist erstmal die Fähigkeit, das Maß des Einzelnen zu entdecken, das Leben zu entdecken, was im Einzelnen ist. Und das ist für mich ein wichtiges Bild von Führen, Leben wecken in den Menschen, zu spüren, was ist sein Maß, wie finde ich den Schlüssel, dass das, was in ihm steckt, an Potenzial, dass das zum Fließen kommt, zum Aufblühen kommt, dann tut es ihm gut, dann tut es auch der Firma gut. Und eben nicht alle über den gleichen Kamm scheren. Natürlich braucht es Gerechtigkeit, aber es braucht auch die Gabe der Unterscheidung, jeder Mensch ist einmalig und ich muss mich auf diesen einmaligen Menschen einlassen. Bei Benedikt ist diese Gabe der Unterscheidung, dieses richtige Maß finden, hat verschiedene Bereiche. Er hat ein eigenes Kapitel geschrieben über das Maß der Speise und das Maß des Getränkes, aber da möchte ich mich jetzt nicht auslassen, das war... Weil ein Maß des Getränkes war eine große Streitfrage bei den Mönchen. Benedikt sagt, die sollen nicht so viel, eigentlich gehört der Wein überhaupt nicht für Mönche, aber da man die Mönche nicht überzeugen kann, sollen sie wenigstens nur eine Hemina trinken. Und da haben sie lang gestritten, wie groß die Hemina ist. Und vermutlich ist sie 0,28 Liter. Gut, aber auch das war Benedikt wichtig, auch das richtige Maß im Essen und im Trinken. Ich habe schon gesagt, Psychologen haben festgestellt, wer maßlos isst und trinkt, hat keine Beziehung zu seinem Körper. Und die Griechen kennen ja diesen maßlosen, gierigen Menschen im Mythos des Tantalus. Tantalus, der in einem schönen Bach steht und immer, wenn er trinken will, weicht der Bach zurück, über ihm sind wunderbare Früchte und wenn er greift, dann geht der Baum zurück. Also er kann nicht genießen, der Gierige kann nicht genießen, das richtige Maß, um genießen zu können. Ein anderes wichtiges Thema ist bei Benedikt das richtige Maß im Sprechen. Schweigsamkeit, man soll nicht zu viel reden, schweigen und sprechen, beides gehört zusammen. Heute sind wir ja in einer Kultur, wo immer nur gesprochen wird oder geredet wird und das ist auch gefährlich. Auch da das richtige Maß zu finden, das möchte ich ein paar Beispielen sagen. Vom Zellerar sagt Benedikt, wenn er nicht zu geben hat, weil die Mitbrüder zu viel wollen, soll er wenigstens ein gutes Wort geben, denn ein gutes Wort geht über die beste Gabe. Und das richtige Maß zu sprechen, das ist für mich etwas Wichtiges, die Sprachkultur einer Firma. Wir haben im Deutschen ja drei Worte,
Sagen, reden und sprechen. Sagen heißt zeigen. Ich zeige etwas und Sie schauen hin und sind frei, ob Sie da was übernehmen oder nicht. Und zum Sagen gehört auch die Erzählung. Etwas erzählen, dass ich da hinschauen kann. Reden heißt begründen, Rede und Antwort stehen, Rechenschaft ablegen. Das ist auch wichtig, zu reden. Aber wenn in der Firma nur geredet wird, gibt es ein Gerede. Das Gerede ist negativ. Ein Gespräch entsteht nur, wenn wir sprechen. Und Sprechen kommt von Bersten. Es bricht aus mir heraus, aus dem Herzen heraus. Von Jesus sagen die Jünger, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach. Interessant ist, dass die Einheitsübersetzung das nicht kapiert hat. Die hat übersetzt, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete. Aber die Griechen kennen den Unterschied genauso. Lekein heißt reden und lalein heißt sprechen. Lalein ist das Sprechen des Kindes, Lallen des Kindes, eine Lautmalerei. Und da ist vom Lalein die Rede und nicht vom Lekein. Jesus hat immer wieder gesprochen aus seinem Herzen heraus und das haben die Menschen gespürt. Oder Pfingsten ist ein Sprachereignis, der Heilige Geist kommt in Feuerzungen herab, da springt Wärme über und ein Funke über. Die Kirchenväter sagen, mit der Sprache bauen wir ein Haus. Und die Frage, ein kaltes Haus, wo niemand leben will, oder ein Haus, wo man sich verstanden fühlt. Und ich erlebe in vielen Firmen, wo keine Sprachkultur ist, wo eine kalte Sprache, aggressive, bewertende Sprache, verletzende Sprache gesprochen wird. Ich habe mal einen Kurs für eine christliche Stiftung gehalten, Führen mit christlichen Werten. Die waren alle am Anfang begeistert, klar, wir führen mit christlichen Werten. Aber beim Thema Sprache gab es eine ganz hitzige Diskussion. Eine Frau aus dem Vorstand sagte, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich hier im Vorstand das sage, was ich spüre, werde ich überhaupt nicht ernst genommen. Nur wenn ich hier die kalte Business-Sprache spreche, werde ich wahrgenommen. Da gab es eine hitzige Diskussion und auf einmal haben sie gemerkt, wir wollen mit christlichen Werten führen, aber unsere Sprache ist unchristlich. Paul Celan, der jüdische Dichter, sagt, es gibt keine Sprache ohne Glauben und keinen Glauben ohne Sprache und keine Sprache ohne Glauben. Ob ich glaube oder nicht, drückt sich nicht unbedingt in meinen frommen Worten aus, sondern in der Art und Weise, wie ich spreche, wie ich mit anderen, über andere und zu anderen spreche. Und das ist für mich etwas ganz Entscheidendes. Ich habe für den Finanzvorstand von Daimler einen Vortrag gehalten, da ging es auch darum, und dann wollten die bewusst zwei Tage ins Kloster gehen, um sich darüber zu unterhalten. Da sagte auch eine Frau dann aus dem Vorstand, ja, wir bemühen uns ja wirklich um Wertschätzung der Mitarbeiter, um Integrität, das ist so der neue Wert, der bei Daimler propagiert wird. Aber wenn ich die Sprache meiner täglichen Mails anschaue, ist das gerade das Gegenteil. Da muss ständig jemand aus dem Verkehr gezogen werden oder abgeschossen werden. Die Sprache verrät uns. Und ich denke, es wäre eine wichtige Aufgabe, mal die Sprache der Mails anzuschauen und sie zu analysieren, wie viel Aggressivität, Tyrannei oft hinter Mails sich versteckt. Man will was haben. Neulich war eine Firma da, eine junge Firma, die hat beschlossen, auf dem gleichen Stock dürfen keine Mails mehr verschickt werden. Da muss man zum anderen hingehen und es ihm sagen. Es ist viel effektiver, weil wenn ich eine Mail bekomme und weiß nicht, ist die aggressiv, wie ist es gemeint, dann muss ich überlegen, wie antworte ich, dass ich keinen Fehler mache. Wenn der mir das zu mir spricht, dann weiß ich sofort, was los ist. Es ist viel effektiver und viel kommunikativer. Ein zweites Beispiel. Eine Frau erzählt ihr von ihrem Mann, der ist Wirtschaftspsychologe und gibt Kurse für Manager. Und immer wenn er vom Kurs heimkommt, schimpft er über die blöden Manager. Dann sage ich, das kann doch nicht gut gehen. Dann sagt er, ja, beim Kurs ist er einigermaßen anständig und hält sich zurück. Aber nach 2 Jahren hat er keine Kurse mehr. Ich denke, die Menschen merken, wie ich zu ihnen spreche und über sie spreche. Die Sprache wirkt etwas. Noch einen anderen Aspekt möchte ich bei der Diskretion
ansprechen. Der Bischof hat es vorhin schon genannt, das goldene Maß. Maß hat immer auch mit Schönheit zu tun. Es gibt eine Eranos-Tagung, wo Theologen und Psychologen aus der jüngsten Schule getagt haben mit dem Titel Maß und Schönheit. Das gehört zusammen, das richtige Maß und die Schönheit. Und das ist für mich auch etwas Entscheidendes. Firmen schauen heute nicht nur auf die Wertschätzung der Mitarbeiter, auf eine achtsame Sprache, die Sprache baut ein Haus, sondern auch auf die Art, wie gestalte ich Räume. Ich habe für die Raiffeisenbank in Bruneck letztes Jahr einen Kurs gehalten und da habe ich mich gefreut. Die haben wirklich ihre Räume nicht protzig, aber schön und sinnvoll ausgestattet, auch mit Natur, die Natur hineingenommen. Die Schönheit ist etwas Wesentliches, das richtige Maß in den Räumen zu haben, ein Gespür zu haben für die Schönheit. Schönheit, sagt Dostojewski, wird die Welt heilen. Schönheit hat auch was Heilendes. Wenn ich in schönen Räumen bin, dann hat es was Heilsames. Mitscherlich hat in den 60er Jahren ein Buch geschrieben, die Unwirtlichkeit der Städte. Viele Städte sind unwirtlich geworden und das führt dann zur Aggressivität, zu einer ungesunden Haltung. Heute haben viele Städte es erkannt, dass sie die Städte schön machen, damit die Menschen darin gut leben können, im richtigen Maß leben können. Und genauso ist es für die Firma. Oder mir hat ein Schuldirektor erzählt, der hat andere Referendare besucht und da ist in eine Schule gekommen, da war schon der Bau nicht schön und genauso ruppig waren die Verhaltensweisen, da hat keiner einen begrüßt, da war einfach eine Ruppigkeit da. Also die Schönheit der Räume hat auch eine Wirkung auf die Menschen. Und ich denke, das ist etwas Entscheidendes, ein Gespür zu haben für Schönheit. Thomas von Aquin sagt, Schönheit hat immer Claritas und Konsonantia, Zusammenstimmen. Wenn die Maße zusammenstimmen, wie etwa im goldenen Schnitt, dann ist das etwas Schönes und das Schöne tut dem Menschen gut. Martin Walser sagt einmal über das Schöne, wenn du etwas schön findest, fühlst du dich nie allein. Wenn du etwas schön findest, bist du erlöst. Erlöst von dir selbst. Da meint er erlöst von dem Ego und vielleicht in Berührung, du kommst in Berührung mit deinem Eigentlichen, mit deiner eigenen inneren Schönheit. Und das ist Wertschätzung des Menschen, heißt auch, diese Schönheit zu achten. Platon sagt ja, alles was ist, ist wahr und gut und schön. Wir haben in der Theologie immer über die Wahrheit und das Gute geredet, aber viel zu wenig über die Schönheit. Das ist genauso ein zentraler Aspekt und ein Aspekt, der allen Menschen gehört, unabhängig von der Religion, aber der trotzdem auch eine Spur Gottes ist in dieser Welt und auch mitten im Büro, mitten in der Firma, da auch eine Kultur der Schönheit zu entwickeln, das ist entscheidend. Das ist was anderes als die Schönheitschirurgie, wo manche Menschen meinen, sie müssten mit äußeren Veränderungen sich schön machen. Das deutsche Wort schön kommt ja von schauen. Wer sich liebevoll anschaut, der ist schön. Und wenn ich den anderen liebevoll anschaue, dann ist er schön. Hässlich kommt von hassen. Wenn ich mich hasse, bin ich hässlich. Und wenn ich den anderen hasse, mache ich ihn hässlich. Und dann nochmal zum Maß. Das deutsche Wort schön kommt auch von schonen. Schonen, maßvoll umgehen mit den Dingen. Das macht auch die Menschen schön, das macht die Dinge schön. Sie sehen, wenn wir über das Maß nachdenken, kommen wir an viele Themen, existenzielle Themen. Wie gehe ich um mit mir selber? Habe ich mein Maß, meine eigene Mitte? Oder habe ich maßlose Bilder von mir selber, maßlose Erwartungen an die anderen? Pascal Bruckner, ein französischer Philosoph, hat ein sehr provozierendes Buch geschrieben mit dem Titel Ich leide, also bin ich. Und da meint er, der Mensch der Zukunft ist ein alterndes Riesenbaby. Er kennt mit Riesenerwartungen an die Gesellschaft, an die Firma, an die Kirche.
Und er meint, es sind zwei Gefahren, Infantilismus und Viktimisierung. Infantilismus, ich übernehme keine Verantwortung, sondern habe maßlose Erwartungen, und Viktimisierung, ich bin immer Opfer und schuld sind immer die anderen. Er sagt es recht humorvoll, er sagt, der Mensch der Zukunft ist ein alterndes Riesenbaby mit dem aggressiven Klerus der Juristen an seiner Seite, der viel aggressiver ist, als es jemals der katholische Klerus war. Also, der dann immer die Ansprüche eintreibt. Und ich denke, wir sehen schon manches von diesem aggressiven Klerus der Juristen, der in Amerika wirklich zu einer Tyrannei der Juristen geführt hat. Und leider übernehmen wir manches auch. Das ist auch eine Maßlosigkeit, von wo nicht mehr Treu und Glaube gilt, sondern nur noch das Recht haben wollen. Das richtige Maß ist eben keine Mittelmäßigkeit, sondern das Maß, das uns gut tut, das die Schönheit des Menschen, seine Würde achtet, ein Gespür für das Maß zu haben für mich selber, für das Maß der anderen. Natürlich, wie gesagt, Maß ist keine Mittelmäßigkeit, sondern immer mal über die Grenze gehen und zu spüren, was ist dann mein Maß, das muss ich langsam entwickeln. Aber dann, wenn ich in diesem Maß lebe, dann finde ich Lust an der Arbeit, dann kann ich viel arbeiten, ohne Burnout zu werden, ohne ausgebrannt zu werden, ohne an Maßlosigkeit zu leiden. Und wir tun der Schöpfung gut, wenn wir das richtige Maß der Schöpfung sehen. Und wir können von der Schöpfung ganz viel lernen. Die Natur war der eigentliche Lehrmeister der Menschen, sowohl in religiösen Dingen wie auch in Gesundheitsdingen, von der Natur das richtige Maß zu lernen. Das ist sicher auch eine wichtige Aufgabe. Dann gehen wir behutsam um, achtsam um. Wir haben in unserem Kloster versucht, das so zu verwirklichen. Wir gewinnen 110% unserer Energie aus regenerativen Quellen, aus Wasser, Sonne, Biomasse, Holzhackschnitzel und Wind, dass wir alle Elemente haben. Das ist uns ganz wichtig, dass wir behutsam, achtsam umgehen. Und wenn wer nicht achtsam umgeht, wir brauchen auf VW schauen, da war ja auch die Maßlosigkeit keine Firmenkultur, sondern eine Kultur der Angst, wo man Druck macht und noch mehr Druck macht und das führt dann so zum Betrug und eben möglichst viel nur noch verkaufen, das zahlt sich nicht aus. Firmen, die Werte missachten, werden wertlos. Firmen, die Werte achten, werden wertvoll. Und das Maß ist einer der wohl wichtigsten Werte, gerade für den Heiligen Benedikt und auch für unsere Zeit, dass wir maßlos, maßvoll wachsen und das Maß finden, das uns, unserem Miteinander, unseren Wirtschaften gut tut. Ich danke Ihnen.